aktuell, heute am 7. Juni ist die Konstellation so, 50% für Obama, 50% dagegen. Also keine Mehrheit, ausgeglichen. Ich denke, in der Geschichte, in der Rückschau wird Obama als einer der großen Präsidenten in die Geschichte eingehen. Ich glaube ja, aber er hat sich mit mehreren Gruppen verschissen. Pardon my French. Aber die Frauen wurden mit sexistischen Bemerkungen verprellt, Latinos sowieso, die Afroamerikaner auch. Das heißt, es sind Gruppen und Frauen sind ja nicht eine Minderheit, die zusammengezählt eine ganze Menge geben, übrig bleiben. Und das sieht man ja auf den Bildern der republikanischen Treffen. Alte, weiße Männer, die allein bringen es nicht. Ich glaube nicht, dass es viel anders aussieht als jetzt. Hillary Clinton wird natürlich eine dezidierte Außenpolitik machen, aber sie ist Old Establishment, also viele Novitäten können wir von ihr nicht erwarten. Bill Clinton als First Husband, ich glaube, der macht dann so Sachen wie öffentliche Kochshows oder sonst was. Er wird ein guter Begleiter sein, weil er weiß, wie das System funktioniert. Also die beiden sind Old Establishment.